Mit einem kräftigen Minus starten die internationalen Aktienmärkte in die neue Handelswoche. Der deutsche Leitindex DAX liegt zurzeit mit etwa 4,5% im Minus und notiert nur noch knapp über 12.500 Punkten. Dabei gab es von volkswirtschaftlicher und geldpolitischer Seite in den letzten Tagen durchaus positive Nachrichten für die Märkte. Zum einen hat die US-Notenbank Federal Reserve in der letzten Woche unterstrichen, dass sie Leitzinsanhebungen derzeit nicht vor 2023 für realistisch hält. Und zum anderen hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, in der letzten Woche aktualisierte BIP-Wachstumsprognosen vorgestellt und sowohl für die Weltwirtschaft als auch für wichtige Regionen und Volkswirtschaften wurden die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr jeweils nach oben angepasst. Zwar gehen die OECD-Experten nach wie vor von einer heftigen Rezession in 2020 aus und taxieren das globale Wirtschaftswachstum bei minus 4,5%. Das liegt aber immerhin 1,5 Prozentpunkte höher als die Prognose der OECD aus dem Juni diesen Jahres. Für die bessere Entwicklung verantwortlich sind zum einen weitgehend aufgelockerte Shutdown-Maßnahmen in vielen Regionen dieser Welt und damit eine bisher schneller als erwartete wirtschaftliche Erholung. Allerdings unterstreichen die OECD-Experten auch die außergewöhnlich hohe Unsicherheit dieser Prognosen, denn der wichtigste Einflussfaktor für die weltwirtschaftliche Entwicklung ist und bleibt auch die Corona-Pandemie, deren weitere Entwicklung naturgemäß relativ schwer vorhersagbar ist. Und so ist denn genau dieser Einflussfaktor auch der Faktor, der zurzeit für Verunsicherung sorgt an den Kapitalmärkten. Insbesondere relativ stark steigende Infektionszahlen in Frankreich und Spanien beispielsweise, aber auch in Großbritannien, lassen Befürchtungen vor erneuten weitgehenden Shutdown-Maßnahmen und damit eben erneuten Rückschlägen für die wirtschaftliche Entwicklung nach oben kochen. Ein Beispiel, wie es laufen kann, wenn die Infektionslage wieder sehr dynamisches Geschehen annimmt, ist Israel, wo vor kurzem eine erneute landesweite dreiwöchige Shutdown-Maßnahme implementiert wurde. Diese Entwicklung oder der Fokus auf die Entwicklung der Corona-Pandemie dürfte dann auch die Entwicklung an den Kapitalmärkten kurzfristig in den nächsten Wochen und Monaten weiter bestimmen. Nach der sehr ausgeprägten Rallye, die wir seit Mitte März vor allen Dingen an den Aktienmärkten gesehen haben, befinden wir uns jetzt in einer ausgeprägten Phase der Konsolidierung und das kann auch kurzfristig nochmal wieder für tiefere Kursnotierungen sorgen. Grundsätzlich werden allerdings die weiterhin ultra-expansive Geldpolitik und auch die weiterhin massive fiskalpolitische Unterstützung dafür sorgen, dass die Zinsniveaus niedrig bleiben und dass entsprechend reale Anlagen wie Aktien, Immobilien oder auch Edelmetalle weiterhin unterstützt bleiben.